Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Terminator Resistance ist das. Oh, und wenn man das schon hört, natürlich mit Kollege Harry, weil Harry hat auch eine Terminator-Vergangenheit. Der war früher mal ein T-1000. Dann haben wir ihn umgebaut, dann ist das draus geworden. Ob es nun besser ist oder nicht, weiß man nicht. Fraglich, aber alleine dieses... Es ist aber, ich liebe es. Eben. Aber ich muss sagen, eben die ersten zwei Teile, die waren tatsächlich wegweisend gut. Vor allem der erste zu seiner Zeit. Genau. Aber der hat vieles verändert, was Filme angeht und so weiter. Der hat mich jetzt verändert, hat er nicht, aber wäre auch sinnlos gewesen. Ja. Aber ich habe die extrem gut in Erinnerung. Die späteren Teile, die haben dann nachgelassen. Definitiv kann man so sagen, ja. Also jetzt, Terminator, ganz sicher die ersten zwei. Jetzt, wie kommen wir zu dem Spiel? Das ist relativ eine einfache Geschichte. Wir wollten Red Dead Redemption 2 aufnehmen, haben wir auch gemacht. Und dann habe ich einen Key für das Spiel bekommen, ganz unerwartet, weil eigentlich ist das Spiel schon ein, zwei Wochen raus, also ist eigentlich schon zu spät. Und dann dachte ich, ja, wenn Harry kommt, also er als alter Terminator-Fan, ich als alter Terminator-Fan, das können wir jetzt nicht einfach an uns vorbeigehen lassen, das geht nicht. Und bevor wir euch jetzt hier noch lang zuschwallen, würde ich sagen... Ohne dass was läuft, aber ja, wir genießen ja ein bisschen die Atmosphäre. Ja, eben. Also allein schon die Musik dieses oder, Bild oder, und dieses... Und das Bild, jawohl. Und es ist tatsächlich die Terminator-Musik. Und dann dieses... Genau, da kommt es wieder. Man sollte eigentlich einen Schnabel halten und nochmal hinhören. Aber ich möchte jetzt spielen. Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Option in dem Sinn müssen wir, glaube ich... Ja, ich gucke mal ganz schnell rein, Entschuldigung, weil ich möchte... Untertitel haben für euch, wenn ich die finde. Fenstermodus, Vollbild, Auflösung. Echt jetzt? Haben wir 4K-Auflösung? Ja, umso besser. Wenn es läuft, wir werden es gleich rausfinden. Gameplay-Steuerung, das ist eigentlich uninteressant. Sprache Deutsch können wir soweit. Da, Untertitel sind ein. Okay, passt. Also, Escape drücken und Spielstürzer. Ne, das war ein anderes. Das war ein anderes Spiel. Gut. Das uns zwischenzeitlich ein bisschen zu langweilig war, darum dachten wir, jetzt mal einen schönen Shooter. Genau. Und ich würde sagen, jetzt halt wir tatsächlich mal den Schnabel, weil jetzt drücke ich hier auf ein neues Spiel und ich nehme an, irgendein Intro oder so wird es noch haben. Ja. Ich wünsche viel Spaß, euch und uns. Aha. Okay. Zieht sich noch ein bisschen normal hin. Wobei, ich habe gelesen, das Spiel ist so einfach, man soll wirklich einen schwereren Schwierigkeitsgrad nehmen. Auch ich hier? Nehme mal nicht, ja, auch wir, selbst wir. Okay, ich würde es mal schwer. Wahrscheinlich kommen wir jetzt 3 Meter weit und ist teuer. Nee, aber es hieß wirklich, es ist so einfach. Man findet viel zu viel Munition, es ist fast schon ein bisschen Mohunschießen, wenn man Pech hat. Ja, wir machen mal schwer. Okay, jetzt bitte ein Intro, ein schönes, da wäre ich sehr dankbar. Beliebige Taste, das können wir liefern. Ah. Nein. On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. Perfekt. Eine schöne Einstimmung. Hatten wir gerade, von wegen, er fand es gut, dass die Kamera runterfuhr, und ich habe gesagt, jetzt muss ein Fuß kommen. Come on, come on. Where are the others? Where's the rest of the resistance? I don't know. No. Ja, okay, so viel zum Thema. Und jetzt? Demo over. Aua. Listen to me if you want to live. Get under that bus, now! Keep moving, quick! I'm through. This is Private Jacob. I know who you are. Okay, da sind wir wieder. Neue Mission hinzugefügt. Ich entkomme aus Pasadena. Gibt's hier auch Knarren? Ich hoffe mal. Okay, Tutorial. Drücken, machen und tun. As soon as you get down the street, turn right and run as fast as you can. Aha, hier schnell. Okay, ist klassische Shooter-Steuerung.
Achso, ich muss schon wieder. Ich habe die Claim ausgeblendet. Entschuldigung. Ne, wo muss ich hin? 77 Meter? Nein, nicht schon hier scheitern. Nein, 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 das wollen wir nicht. War hier tot, aber echt irgendwie. Huiuiui. Das ist richtig, richtig rund. Da, Loch. Immer rein, würde ich sagen. Ja, verstecken wir uns da. Okay, kann ich das irgendwie schnappen? Tatsächlich. Im Zweifel E. Mhm. Drücke FMB, um die Nahkampfwaffe einzusetzen. Aha, mit Mausrad. Das ist ja ganz interessant. Da hätte ich jetzt nicht drauf getippt, aber okay. Wo müssen wir hin? Irgendwie ist auch die Maus-Sensitivity noch ein bisschen zu hoch. Das ist hier ein doch relativ extremes Hin und Her. Aha, okay, alles klar. Machen wir das mal kaputt. Ja. Medikit lauert da auf uns. Wo? Hier. Aha. Da steht dann auch E, sehr gut. Können wir schlafen? Weil ich glaube, wir sind müde. Ja, genau. Nee, anderes Spiel. Wir wurden gerade irgendwie von Terminator angegriffen. Da kann man auch mal geworfen werden. Entschuldigung? Durch die Gegend geworfen. Durch die Gegend geworfen. Von dem Blechmann. Wegkatapultiert. Oder? Schließen möchte ich das nicht. Ja, ein bisschen gucken. Ja, ja, klar, looten, sowieso. Looten muss man auch. Oder kann man. Aber eben, anscheinend, es hat wirklich Munition ohne Ende. Das von ist daher. Doch schön. Machen wir mal zu. Man weiß ja nie, was hinter einem ist. Und ich glaube, ich muss tatsächlich die Maus-Sensitivity. Tut mir leid, sorry. Haben wir gleich. Option. Gameplay. Oder war das hier? Auflösung. Nein, Gameplay. Steuerung, da, Mausempfindlichkeit. Da müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen zurück. Jawohl. Das kann man halt nicht davor testen, weil ich weiß bei solchen Spielen nie, ob es irgendwie gleich ein Intro, ob gleich ein Intro kommt. Und das wäre dann schwierig gewesen. Okay. Harry darf dann natürlich auch mal noch, ganz klar. Jetzt dachten wir zu Beginn, mach mal der Heisi. Ja, ja, mach. Harry ist auch ganz gespannt zu. Und er freut sich, weil es ist was los hier. Ja, durchaus. Ist atmosphärisch, kann man sagen. Ja, die Musik passt halt auch. Also schön, dass sie das tatsächlich übernommen haben. Ultravisionbrille. Mit der Ultravisionbrille kannst du Feinde durch Wände und andere solide Objekte eines begrenzten Radius sehen. Wenn du sie einsetzt, kannst du keine Waffen benutzen. Oh, und deine Bewegung wird langsamer. Drücke jetzt V, um sie zu aktivieren. Die Ultravisionbrille. Aha, ist aber ein Nachtsichtgerät, würde ich sagen. Los, erweitert, man sieht durch Wände. T-800. Wir bräuchten mal eine Knarre. Oh, da ist noch so ein Fluggerät. Weil ohne Knarre wird das dann irgendwann wahrscheinlich schwierig. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Vielleicht kann ja sein, es ist eine Kneipe, dass hier irgendwo was rumliegt. Ja, unterm Tresen, ein Baseballschläger im Minimum. Nee, okay. Nee, hier ist nichts. Aber hier haben sie noch coole alte Slot Machines. Außer Betrieb. Ah. Da liegt was. Oh, immerhin eine Pistole. Eine Pistole. Eine Pistole, eine tolle Pistole. Ihr merkt schon, ich bin tatsächlich ein bisschen gehypt. Also ich habe vom Spiel halt gehört, für Terminator-Fans ist es ein Muss. Und für Shooter-Fans, die Terminator nicht kennen, die können es lassen. Weil es nicht so ein toller Shooter sein soll. Aber ich finde die Atmosphäre wirklich klasse. Also das ist eigentlich genau... Moment, die Dingens möchte ich noch haben. Entfernen. Ist genauso, wie ich mir so ein Spiel halt vorstelle. Bis jetzt. Damit, oh, aua. Einmal aua. Durch uns durch. Naja. Aha, Alien Isolation lässt auch grüßen. Genau, einmal durch die Lüftungsschächte. So, mal V ausstellen und die Taschenlampe nutzen. Auch so ein fantastisches Spiel gewesen. Ja, absolut. Auch die Atmosphäre halt einfach großartig. Gibt es auch ein Let's Play auf dem Kanal, falls ihr das noch nicht kennt, aber ich glaube, das kennen die meisten schon. Weil das war wirklich so stark. Muss ich hier schon das erste Mal mit Feindkontakt rechnen, oder? 104 Meter. Folge der Straße. Ja, wenn ich eine Straße sehen würde, ist das eine Straße? Ja, ich würde es mal als Straße interpretieren. Entdeckungsanzeige. Die Erfassungsanzeige zeigt visuelle und akustische Erfassungsstufen einer Skynet-Einheit in Echtzeit an.
Wenn die Anzeige rot wird, wurdest du von den betreffenden Feinden erfasst. Die ist gerade irgendwie rot? Nee, doch nicht. Also sneaken oder schießen? Müssen wir da dran vorbei? Ich glaube ja, Spinnenaufklärer. Ich komme aus Perseline. Entweder vorbeischleichen oder die Wurzeln aber. Sind die nicht kaputt, die Teile? Nee, nee. Ja, dran vorbeischleichen ist, glaube ich, einfach gesagt. Ich würde auch schießen, aber ich möchte natürlich jetzt nicht die Großen anlocken. Das muss nicht sein. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Ja. Soll ich mal schießen? Ja, ja. Er hat ihn entdeckt. Ja. Weil Wüste, da macht's Boom. Kann man die looten? Ist da noch was drin? Tatsächlich. Echt jetzt? Schaut euch das mal an. Alles nehmen. Irgendwelche Bastelsachen. Bastel dir deinen eigenen Terminator. Ja. Alles nehmen. Auch alles mit. Wahrscheinlich ist halt der Inventar begrenzt. Dann muss man später gucken, dass man eben nicht alles mitnimmt. Sondern nur noch das, was man wirklich dringend braucht. Nachladen ist immer schlecht. 7 Schuss das Teil oder was? 8. Ja, wenn man sich wieder versteckt, dann geht das wieder weg, so wie es aussieht. Also, dass man dann tatsächlich ja, nicht unbedingt schießen muss. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt natürlich 10.000 Mal... Sorry. What's there? Hello? Eben, wenn ich jetzt 10.000 Mal gehört habe, dass man hier viel zu viel Munition findet und es dadurch auch relativ einfach ist, ja, dann, muss ich jetzt hier auch nicht irgendwie groß Munition sparen. So, wir sind John Connor. Nein, sind wir natürlich nicht, aber sowas ähnliches. Stimmen nicht hören. Stimmen gehört. Right now, kiddo. I don't want to go with you. No, you don't, but we can't stay here. Who's there? Oh, thank God. You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. I said leave me alone. Deine Entscheidungen sind von Bedeutung. Ich werde dich beschützen, heul nicht, Kleiner. ich würde sagen, wir beschützen den. Also, ja, weil das andere ist mir zu terminatorig und das sind wir nicht. I know you're scared, but staying here is not an option. I'll protect you and your sister, okay? Okay. Thank you. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Where's the rest of the resistance? Okay, da sind wir wieder. Come on, let's go, hat's geheißen. Wir come on and let's go. Ja, wir helfen uns gegenseitig. Sie führt uns und wir beschützen sie. Da ist schon mal nichts. Noch nicht. Oh, okay. Die machen nichts. Oh, sie rennt. Okay, wir rennen hinterher. Und jetzt müssen wir natürlich den Kleinen beschützen, wenn wir schon so doof waren. Genau. Und gesagt haben, wir beschützen dich. Und die Story soll halt gut sein. Das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gehört. Ah ja? Ja. Through here. Jo, lassen wir sie mal voraus. Sie ist ortskundig. Terminators! Get down! Get down! What's going on? Hui, die waren aber schick. Das war knapp. Ja, die sahen aber cool aus. Absolut. This Erin, has she seen the annihilation line? Seen it? She's been on the other side of it. She tried to warn us, but we didn't listen.
Eigentlich habe ich doch Deutsch eingestellt, aber das gibt es offensichtlich nicht. Aber die Untertitel sind ja Deutsch, aber die Sprachausgabe definitiv nicht. Ist aber vielleicht auch besser. He's not coming. God damn it. Tell Ryan that we need to leave now. Tach. Oh. Kann ich mitkommen? Okay. Da fehlt ein Auge. Just let me think. Jennifer, thank God you're here. Oh, you're from the Resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the Resistance. It's your call. Ja, ich blende uns mal wieder ein. Sorry, wenn da unten die ganze Zeit der Käse kommt, aber irgendwie habe ich auf der F12, wo ich die Webcam ein- und ausblende, auch noch die Screenshots. Entschuldigung dafür. Ich werde nach anderen Überlebenden suchen. Wir sollten gehen. Was machen wir? Ja, wir suchen natürlich. Würde ich auch sagen. Niemand wird zurückgelassen. Ja. Good, I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. You'll probably need it. Das war gleich nochmal. Oh, eine Uzi oder sowas. Oh lala, okay, besser wie die Pistole. Sehr gut. Ryan told me that you might have a med kit for me. Did he now? So I guess he's the one who rations out our supplies. If you really need it, you can have it. But our supplies are scarce, and I'd rather keep it for a real emergency. So you tell me, do you really need it or not? Nein. Nein. Ich blende es mal wieder ein. Ja. So. Ja. Wir sind die Harten, wir können das. Ja, weil das ist, ja eben, das sollen die benutzen, die es wirklich brauchen. Wir sind im Moment gesund und ich gehe mal davon aus, ich hoffe es zumindest, wir bleiben es auch. Erin gefällt das. Ja. Außerdem haben wir ja ein Medikit, also vielleicht können wir hier das noch muss was, einfach reichen. Vielleicht können wir hier noch was klauen. Ja, genau. Oh, doch noch ein Medikit gefunden. Ja. Oh, zwei, guck an. Ja, er braucht es dringend, das würde ich auch sagen. Jennifer. Aber ein bisschen umsehen, da wo wir können. Hier komme ich wohl nicht rüber. Mhm. Ich glaube, wir müssen bereits wieder raus. Ja, mit ihm kann ich auch nicht mehr reden und sonst ist hier nichts. Und da sind die drei Punkte, wo wir hin sollen. Mhm. Ja, und das ist dann doch schon ein anderes Gerät, wie das, was wir vorher hatten. That's what we do now? Fucking hero. Also ich kann sonst auch, ich meine, ja, nicht mehr. Aber wir schießen jetzt nicht. Helfen. Wir schießen jetzt die nicht, sondern wir schießen was Böses. Ja. Was ist am nächsten? Links. Wir sind doch, glaube ich, hergekommen. Plus, minus. Ich gehe einfach mal dem Weg nach. Ja. Oh, oh. Aha. Das ist wieder so eine Spinne. Ja. Okay, die sind doch relativ harmlos. Ich glaube, da haben wir noch andere Geräte, die dann kommen werden. Bestimmt. Soll ich jetzt hier auch alles mitnehmen? Ich denke, solange wir können. Ja, sicher. Nehmen wir einfach alles mit. Irgendwann ist wahrscheinlich einfach der Inventar daneben, wie gesagt, voll. Der Sound ist auch da nicht. Links, hier rechts war was rot kurz. Ich habe auch was gehört, so war wahrscheinlich nur eine Spinne, die uns kurz gesehen hat, vielleicht. Das kann sein. 13 Meter. Oh. Der sieht uns nicht. Keine Augen hinten, ne? Ah, aber vorne, wenn er sich umdreht, dann halt schon. Ich dachte gerade vielleicht, genau, dass wir feindliche Technologie erbeuten können, weil der irgendwie eine Macke hat, aber ja, falsch gedacht, hätte er sein können. Ein bisschen zu weit gedacht. Schuhe. Schön. Genau. 50%. Nee, ich wollte aber eigentlich rein, Moment. Zumachen ist ja schön und gut, aber erst muss ich drin sein.
Handelsressource, okay. Was wir nicht alles finden. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen zu, weil ja. Ich weiß nicht, ob Terminatoren Türen öffnen können. Wahrscheinlich doch, ja. Doch, sie können es, bestimmt. Ja, ja. Wenn sie einfach nur durchlaufen. Ich wollte gerade sagen, in der Regel laufen sie einfach durch. Ist ihnen egal, ob die offen oder zu ist. Da ist was Größeres. Da würde ich auch mal sagen, Verstecken ist vielleicht noch angebracht. Gepanzerte Spinne. 60 oder 58, das ist näher ja. Hier. Da ist die Spinne dahinter. Die läuft, glaube ich, gerade wieder zurück irgendwie. Ja, nee. Okay, dann werden wir doch mal noch kurz hier ein Feuergefecht haben. Dann wissen wir wenigstens, wie stabil das Ding ist. Oh, da ist es ja. Eieiei. Drücke haben zu heilen, okay. Ja, aber doch nicht genau, wenn der, das war nicht so eine gute Idee. Okay, die sind stabiler als die Spinnen, das ist relativ deutlich zu sehen. Ich habe natürlich auch keine Granaten. Ja, glaube ich. Such mal. Gerne alles mitnehmen, okay, wir heilen nochmal. Sicher ist sicher. Und das heißt, ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Teile. Also zwei von denen, dann wird es schon schwierig. Das dürfte dann ganz eng werden. Im Moment mit der Waffe, ja. Ja. Kannst du eigentlich wechseln? Zwischen den zwei Waffen? Ja. Ah. Mausrad. Mausrad, alles klar. Is anyone here? Jetzt kriege ich, mein Maschinengewehr nicht mehr. Von wegen. Ah, jetzt. Wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen. Oh. Sehr gut. Sorry. War vorhin nicht was? Geradeaus hat sich doch irgendwas bewegt. Hier rechts. Das da? Ist das nichts? Ach so, ist nur ein Baum. Ein Strauch. Ja, überzeugt. Ja, Bäume lassen wir. Ja. Aber man sieht schon, es gibt da nicht verschiedene Wege, so wie es aussieht. Mhm. Sogar noch. Die führen wahrscheinlich alle zum gleichen Ort, aber immerhin. Schon. Klo. Waren wir hier schon? Ja. Da haben wir den Medikit mitgenommen, oder? Ja. Irgendwas raschelt. Aha, irgendwas hat uns erfasst. Ja, hinter dir. Gut, die brauchen wenigstens relativ nicht mehr viel. Unstabil. Ja. Das freut mich. Noch nicht irgendwie am einen schon vorbeigekommen jetzt. Offensichtlich. Die Geräuschkulisse ist sehr schön gemacht. Ja. Es ist mir zu leise, aber das werde ich ändern. Das wird künftig noch ein bisschen lauter werden. Zumindest für uns, für euch nicht. Aber also für mich ist es perfekt. Echt? Meter. Aber nicht in diesem. Ah, hier ist nochmal eine Tür. Kann man hier auch mit Q und E? Ne, geht nicht. Mit Q und E kann man auch die Waffe wechseln. Ich dachte mit hin und her wippen. Aber ist irgendwie schon, irgendwie so stelle ich mir ein Spiel vor. Ja, es ist halt ein Shooter. Ja, aber man läuft irgendwo hin, man drückt die Taste, die Kiste geht auf und man hat's. Man muss nicht eine halbe Stunde um die Kiste rumtänzeln. Komm schon. You have to destroy it. I already took care of it. It's safe now. Oh, thank God. Thank you. You're welcome. Okay, vielleicht nicht auf die Dame zielen, aber ich glaube, ich kann die Waffe nicht wegstecken. Wo ist sie jetzt? Weg. Nein, in Luft aufgelöst. Oder wo ist sie lang? Naja, jetzt noch Sachen, die nehmen wir mal noch mit. Okay. 160 Meter. Ah, die hat sich, aber irgendwie hat sich die in Luft aufgelöst. Aber okay, da müssen wir uns wenigstens auch nicht um sie kümmern. Wir hatten schon genug um die Ohren mit dem kleinen Kind. Das ist ja in Sicherheit. Na, hier ist was im Weg. Kann ich da rüber hüpfen? Jawohl. Komm ich hier lang? Nein.
Prinzip könnte man hier auch mal ein bisschen schneller, solange nicht irgendeine Bedrohung da ist. Also es hat halt schon wirklich schwer was von Terminator. Mhm. So das ganze Feeling. Sehr cool. Ja, dieses postapokalyptische Feeling kommt gut rüber bis jetzt. Ja. Mission aktualisiert. Weitere Überlebende. Da ist aber nochmal so ein Teil. Ich wollte gerade sagen, da steht doch was. Oh, oh. Irgendwie? Nein, so nicht. Jetzt habe ich schon Q gedrückt. Vor lauter Gewohnheit, dass ich Q drücken muss, wenn ich in Deckung gehe. Schießen die auch? Ja, die schießen auch. Das ist schön. Moment, ich muss noch ein paar Sachen mitnehmen. Okay. Ups. Okay, ich komme. Ich nehme doch keine Sachen mit. Hat er gesagt, wir müssen, let's clear the path. Hat er gesagt? Ja. Okay, dann clearen wir mal. This one's for you, Pop. I'm out of ammo. Grab this. Ah, cool, wir reden noch miteinander. Wir haben noch Ammo. Da haben wir es auch Jennifer, geschafft. Jennifer, what's the holdup? Tin cans coming. Okay. Jennifer. Get in! Go, go, go! Hold on, we're getting out of here. Aha, Versteck, die Vernichtungs... Ja, das ging ein bisschen schnell, also so schnell, nein. Und gleich wieder raus mit der Kamera. Ja. Ist nicht immer ein Vorteil, wenn man einen schnellen Rechner hat. Nein. We need to stop soon. Okay, we'll do that. I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. That over there is Erin. She's a doctor of the group. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private from the Resistance. Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. Let's get off the road. Pull up over there. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. Okay, wir gehen rein und gucken, dass es sicher ist. Aber ihr ahnt es, ja, Folge rum, aber also mir gefällt das. Sehr schön. Es ist, ah, ja, absolut. So soll ein Terminator-Spiel sein. Nicht umsonst hat es auch geheißen, es ist wirklich eins der besten oder das beste Terminator-Spiel, das es gibt. Mhm. Es ist nicht der beste Shooter, aber eben für Fans gemacht. Und da wir beide eigentlich Fans sind, zumindest eben von den früheren beiden Filmen, also unseren Geschmack bedient es. Ah, puh, ja. Ziemlich schön sagen. Bis jetzt. Ja. Es muss ja auch nicht, weiß ich, wie kompliziert sein. Nein. Es darf einfach sein. Und die Atmosphäre, vor allem die Sounds, also die gefallen mir sehr gut, muss ich sehr sagen. Cool. Die kommen cool rüber, ja. Ja, definitiv. Ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis denne. Tschüss von Kyle Ries und von Arnie. Arnie, ich bin Arnie. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke euch. See you und tschüss.